Hallo und herzlich willkommen im Mittelrhein-Museum in Koblenz. Wir haben für euch einige Datensets vorbereitet. Kommt mit, ich zeige euch was. Der Rhein, bis heute eine der wichtigsten Handelsstraßen Europas zum Austausch von Menschen, Handelsgütern, Ideen und Kultur. Gerade hier in Koblenz spielt der Rhein eine wichtige Rolle. Und das sieht man auch in unserer Sammlung hier im Mittelrhein-Museum. Viele Künstler haben sich dem Thema gewidmet und Werke geschaffen, auf denen man das Treiben auf dem Fluss sehr genau beobachten kann. Koblenz als Handelsplatz, da fand der Handel nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Fluss statt. Hier sieht man in diesem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, wie vor allem der Wein, aber auch andere Güter direkt von den Booten auf dem Fluss gehandelt werden. Unterschiedlichste Schiffe waren auf dem Rhein unterwegs. Von Flößen und kleinen Stocherkähnen über Segelbooten bis hin zu Dampfschiffen. Noch im 19. Jahrhundert haben die Künstler all diese verschiedenen Stadien der Schifffahrtstechnik nebeneinander in ihren Bildern präsentiert. Ein anderes wichtiges Element auch unseres Datensets ist die Schiffbrücke. Sie war bis ins 19. Jahrhundert hinein die einzige Verbindung zwischen Koblenz und Ehrenbreitstein. Eine sogenannte fliegende Brücke, bei der zahlreiche Boote quer über den Fluss gespannt wurden. Bei Bedarf, wenn ein Schiff passieren wollte, wurde die Brücke geöffnet. Auch in der grafischen Sammlung des Mittelrhein-Museums finden sich viele Ansichten von Flussschiffen. Gerade in den topografischen Darstellungen von Rhein und Mosel haben wir viele Werke gefunden, die wir mit in das Datenset aufnehmen und hoffen, dass ihr was Spannendes damit macht.